Heute wird es richtig gruselig. Und das nicht nur, weil ihr meiner Stimme lauschen müsst. Nein, sondern weil wir hier in dieses gruselige Gebäude gehen. Und wie nice, ich hatte es gehofft. Ja, tatsächlich. Wir hören hier die Musik aus Twilight Princess von The Mansion. Ja, sehr schön. Und wow, wo kommst du her? Alter, was geht ab? Ich bin zum random Loch gefallen. Scheiße. Ja. Die Villa wurde wohl sehr umgebaut. Denn wenn ich mich richtig erinnere, war das früher ganz anders aufgebaut. Da gab es viele kleine Räume und nicht so einen großen. Okay, wird erstmal ein paar Sachen für uns. Das ist auch nice. Ist auch sehr cool, wenn man sich ja so durch diese Spinnennetze brennen muss. So, das machen wir hier mal alles weg. Auch wenn es die Atmosphäre kaputt macht. Aber ich will wissen, ob es da irgendwelche versteckten Sachen gibt. Finde ich cool. Aber gibt's wohl nicht. Ja, weg damit. Ja, man weiß ja nie. Also, da ist oft was versteckt. Bevor ich da irgendwas verpasse, mache ich es lieber kaputt. Weil selbst wenn man dann versucht, da irgendwie gegenzuspringen, ist es manchmal schwierig, da irgendwas zu finden. Okay, und wir müssen für den Typen seine Musikbox finden, ne, hat er gesagt. Okay. Ja, und früher war es eben so, dass man hier einen Schlüssel gefunden hat, mit dem man dann zur Hylianischen Steppe kam. Die werden wir heute wahrscheinlich auch noch sehen, je nachdem wie lange das hier braucht, aber ich gehe davon aus, dass das nicht allzu lange brauchen wird. Boah, es geht ab. Was? Ein Spinnenreiter? Krass. Das ist schon ein bisschen heftig. Wobei die nicht so viel stärker sind als die normalen, also die Spinnen sind halt das Fiese da dran, von daher. Na gut, erstmal ein Schalter und wie geil, da war das Bild vorhin davor, ne? Ja, ja, das muss doch jetzt Geheimgänge. Aha. Da geht's gleich weiter. Mit Öfen. Ja, das ist klar. Ich schau lieber alles durch. Bevor wir hier noch irgendwas vergessen oder übersehen, besser gesagt. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, ne? Ich höre hier Spinnen. Es geht ab. Das Haus ist übrigens echt schön eingerichtet. Also, schön mehr oder weniger. Also halt dem Umständen entsprechend, also der Atmosphäre entsprechend, sehr schön eingerichtet. So, was gibt's hier jetzt? Secrets oder muss man hier lang? Weg mit dem Scheiß hier. Das sieht ja aus wie bei mir im Keller. Das wollen wir nicht haben. Da könnte ich aber auch so eine Lampe gebrauchen, die mir hier alles wegbrennt. Das wäre nice. Ja, was war jetzt hier? Ach, hier gibt es eine Leiter. Ich wollte schon sagen. Aha, hier geht's ins zweite Stockwerk. Nice. Also, es waren auf jeden Fall sehr gebildete oder zumindest belesene Menschen hier. So viele Bücherregale, wie es hier hat. Ich muss jetzt schon mal sagen, Hut ab. Also, ja. Ich habe eine richtige Privatbibliothek gehabt hier. Schon krass. So viele Bücher habe ich nicht. Ich kann vielleicht so, weiß nicht, ein Regal vielleicht irgendwie füllen. Aber so eine ganze Bibliothek jetzt bei mir nicht zu finden. Alter, es sind so viele Spinnennetze. Aber es ist echt nice, dass man sich da so durchfressen kann, ne? Mit der Lampe halt. So, was gibt's hier? Der Balkon. Aha. Noch weitere Rubine. Ich schätze mal, dass 500 das Limit aktuell sein wird. Ich weiß es aber natürlich nicht. Okay, auf die Zäune können wir nicht drauf. Ja, von daher, das werden wir wahrscheinlich noch sehen. Mal schauen, je nachdem. Weil ich wieder was ausgeben darf, ne? Boah, Spinnen. Und da ist dieser Kokiri, oder dieses Kokiri-Zeichen. Okay, interessant. Was hat das hier zu suchen? Aber krass, also das Haus ist ganz anders als früher, ne? Da musste man ja früher auch mit dieser Ratte reinkommen. Das war ein bisschen nervig. Fand ich auch nicht schlecht, dass es geändert wurde. Ja. Weg damit. Und die Musik ist echt schön. Also passt hier sehr gut dazu. Was gibt's hier? Das ist doch... Ja, eben. Hier sind Secrets. Haha, ich wusste es doch. Hier geht's in den Keller. Was ist das bitte für ein... Ach, das ist dieses Bild aus Ocarina of Time von Phantom Ganon, richtig?
Ich glaube schon. Oha, das ist ja voll groß hier. Also einen Keller gab es früher zum Beispiel auch nicht. Okay. Ach, ich glaube, das sollen so... Boah, wie cool. So Fässer sein. So Weinfässer oder Bierfässer. Wie geil. Das ist eine endcoole Idee. Und das sind hier, ja, das sind die Hähne, wo es dann rauskommt. Sehr nice. Da kann man sich ja richtig bedienen. Also, wenn ich Link wäre, ich würde mir hier... Gut, Link hat keine Flasche, ne? Aber dann würde ich mir von der Hexe die Flasche besorgen und dann kann man sich hier erstmal was abfüllen. Ist doch nice. So ein Unterwegsbierchen oder Wein. Nehme ich. Gerade wenn es hier lange gelagert ist, wird das bestimmt auch lecker schmecken. Zumindest wenn es Wein ist. Dann könnte das nice sein. Oh, und das ist auch fies. Hier gibt es einen versteckten Block. Mhm. Da können wir hinspringen, wenn wir geübte Jump'n'Run-Typen wären. Aber dazu zähle ich mich jetzt mal nicht. Aber es hat, es hat immerhin einen zweiten Anlauf geklappt. Also, auch nicht so schlecht. Boah, ist ein riesengroßer Keller hier. Krass. Boah, hau ab. Und hier gibt es massenweise Secrets. Das ist vor allem das, was mir gefällt. Ah, okay. Ich glaube, das waren die Fackeln gekuppelt, oder? Weil jetzt habe ich, glaube ich, alle Fackeln angemacht. Jetzt scheint das hier aufgegangen zu sein. Ja, gut. So, was gibt's hier noch? Okay, ein paar Kisten. Also viele Rubine sind hier. Link ist aber auch so geil. Der plündert erstmal alles aus. Das ist so irgendein Typ, der hat sein Haus hier verloren. Und da kommt erstmal Link. Plündert die gesamten Schätze oder restlichen Geldvorräte, die Familie noch hat. Oder dieser Typ. So richtig asozial. Richtig gemein, Link. So, aber ich glaube, genau, bei der Kiste müssten wir da drüben irgendwie weiterkommen. Ja. Gibt's hier dann ein Secret? Ja, auch wieder nur in Form von Rubinen, aber gut. Solange ich das maximale Limit noch nicht erreicht habe, ist ja gut. Nice, und hier ist sogar die Endbelohnung, und zwar der Pixel-Link. Aber schaut mal, okay. Hey, krass, wie viele Rubine kann man denn tragen? Kann man das irgendwie nachschauen? Das würde mich schon interessieren. Hier bei Upgrades vielleicht. Zeig mal her. Ich kann 2000 Rubine tragen. Und das ist die kleine. WTF. Was ist denn dann die große? 100.000 oder was? So, und noch ein Pixel-Link. Was haben wir hier bekommen? Ah, hier. Was ist das denn? Hä? Okay, weiß keiner. Ach so, das ist so zweigeteilt. Ah, da fehlt hier noch das zweite. Das ist so eine Krabbe, glaube ich. Auch cool. Ja, nice. Das heißt, dieser ganze Keller hier war nur für ein Secret. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir wieder nach oben gehen. Genau. Ja, aber ein bisschen fies. Man muss daran denken, dass man da irgendwie runterspringen muss. Gut, dass es mir aufgefallen ist. Sind das Platten? Nee. Okay. Also, kämpfen wir uns weiter nach oben. Wir suchen ja eigentlich immer nur noch die Musikbox, ne? Für diesen einen Typi da. Weil wenn wir die haben, sind wir ja eigentlich... Ja, haben wir das Ziel erreicht. Also, im Keller war sie schon mal nicht. Da war viel guter Wein. Aber ja, wir hatten ja keine Flasche. Wobei, man kann ja auch ohne Flasche mal kurz so einen kleinen Schluck mal probieren, ne? Kann man schon machen. Oh, okay, da ist noch zu. Müssen wir also mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu erledigen gibt. Aha, da unten ist diese Küche. Oder zumindest dieser riesige Ofenraum gewesen. Da waren wir da drin, ne? Doch, da waren wir. Genau, da sind wir da durchgelaufen und dann da rein, ja. Okay, das war diese andere Bibliothek. Ich sag ja, also wirklich... Viele Bücher haben die Leute hier gelesen. Oder wenn er alleine ist, nur der eine Typ. Und jetzt? Ja, hier rüber, glaube ich. Aha, da ist der Schalter. Nice. Und damit können wir jetzt noch ein Stockwerk höher. Wir müssten ja auch wahrscheinlich bald oben angekommen sein. Ich meine, so ultra hoch war das ganze Ding ja nicht. Wobei das natürlich schon echt ein Riesenhaus ist, ne? Also wirklich eine richtige Villa. Ja, tatsächlich, wir sind oben angekommen.
der Dachboden von dem ganzen Ding. Und oh nein. Scheiße, das sind viele. Bombe. Komm noch weiter. Einfach Bomben reinknallen. Das ist... Ja, ich sterbe schon mal gut. Das ist super. Und noch eine. Und dann sollten, glaube ich, auch die meisten besiegt sein von den Assis. Ja, schaut mal. Noch zwei Spinnen. Sehr gut. Das war gut. Das war gut. Kratz doch mal ab, ihr Assis. Ihr geht mir voll auf den Sack. Ich finde es auch geil, wie die Spinnen nicht in den eigenen Spinnennetzen schnell laufen können. Ih, was ist das denn? Wie geht's? Oh, das ist ja widerlich. Scheiße, was ist das denn? Oh, ist das eklig. Das ist irgendwie so eine Riesenspinne. Die kann Spinnennetze machen, wie es aussieht. Aber die ist echt geil animiert, auch wenn sie wirklich widerlich ist. Oh. Aber das sieht echt geil aus, das muss man sagen. Aua. Die ist vor allem ganz schön stark. Oh, ich sterbe vielleicht. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe. Ah, das sieht man sogar. Die macht immer so Spinnennetze. Ja, das war's. Boah, krass. Jetzt kommt hier wieder die ekelhafte Spinne. Also, die ist wirklich eklig. Eklig. Ah. Gitti, gitti, gitti. Lass mich bloß in Ruhe, du. So. Und ich will eigentlich zuerst die anderen Spinnen down machen, weil die mich nerven, wie sonst was. Die doch auch viele Leben abziehen. Auch wenn die große, glaube ich, am meisten Leben abzieht. Scheiße, man, ich bin voll in der Falle hier. Das läuft echt nicht gut. Scheiße. Mann, ich weiß doch immer instant weg. Wie kann ich mich noch treffen? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin fast down schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das ist irgendwie echt schwierig. So, jetzt sind die anderen aber weg. Nice! Oh, das war schwer. Alter. Mann, die hat einen Schaden gemacht, du. Und beim ersten Mal hat die mich übelst überrascht. Dann war ich erstmal so kurz schockiert. Was ist das für ein widerliches Viech? Bis ich dann erstmal realisiert habe, dass die eine auch so mit Spinnennetzen einbaut und so. Ja, hat es ein bisschen gebraucht. Aber wirklich cool. Echt geil gemacht. Huiuiui, hier geht's ja richtig ab, du. Das kam echt unerwartet. Und was gibt's hier? Die Musikbox wahrscheinlich, ja. Du hast die Musikbox bekommen. Nice. Ja, dann scheint das ganze Haus hier aber jetzt abgeschlossen zu sein. Ich find's echt geil. Und macht doch irgendwie Sinn, dass es jetzt optional ist, weil davor... Also zumindest so, wie jetzt die Story aufgebaut ist, macht Sinn, dass es optional ist, ne? Weil davor hat man irgendwie einen Key bekommen, völlig random, und jetzt ist es echt nice. Einfach als eine kleine optionale Quest, die wir jetzt abgeschlossen haben. So, du komischer Typ hier. Was gibt's denn? Das sieht irgendwie ein bisschen so vampirmäßig aus, ne? So voll blasse Haut. BTF. Oh, dankeschön. Das macht mich sehr glücklich. Du bist ein Freund und Freunde verdienen eine Belohnung. Möchtest du mir nochmal helfen, Freund? Es gibt so viele Spinnennetze in meinem Haus. Könntest du sie alle für mich erledigen? Bitte. Okay, kann ich machen. Weißt du gar nicht, was er mir jetzt gegeben hat? Keine Ahnung, was sagst du mir, Navi? Ja, ja, okay. Die hat mal wieder altes Zeug gelabert. Gut, dass ich schon die meisten Barrieren kaputt gemacht habe. Ich glaube, ich habe, also die Kämpfe sind jetzt bei mir schon schwieriger, weil ich auch von den Spinnen mehr Schaden kriege, weil ich ja den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt habe. Aber ich denke trotzdem, dass es nach wie vor gut ist. Ich lasse den Schwierigkeits jetzt gerade erstmal auch schwierig. Ich denke, das gleicht danach das ein bisschen aus, dass ich ja schon relativ viel Erfahrung hier habe in AdventureCraft. Dann ist es trotzdem vielleicht noch ein bisschen spannender, weil die machen jetzt echt sehr viel Schaden. Und stelle es dann eventuell um, falls ich irgendwo mal wirklich hängen sollte und es gar nicht gebacken kriege. Dann würde ich es umstellen. Aber davor eigentlich eher ungerne. Weil, ist doch ganz nice, oder? Also ihr könnt natürlich auch gerne schreiben. Habt das vielleicht auch schon gemacht? Ich meine, heute habe ich, glaube ich, Folge 3 hochgeladen. Und ich weiß nicht, welche Folge das hier ist, aber wahrscheinlich irgendwie 16 oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie viel hier tatsächlich ja immer im Voraus tatsächlich aufgenommen ist. Also das ist echt jede Menge. Und ich frage mich gerade, ob ich die Spinnnetze nicht schon alle kaputt gemacht habe. Ich frage mal den Typi da draußen. Den Twilight-Typ. Ja, tatsächlich. Ja, nice.
Und es gibt sogar einen Herzteil dafür. Das finde ich noch geiler. Awesome. Das heißt, wir haben hier schon alles fertig jetzt und können uns danach, ja, jetzt wird es nämlich awesome, der Hylianischen Steppe widmen. Auf die bin ich schon sehr gespannt, denn ich habe nur noch die alte, komplett leere Steppe von Gary im Kopf. Und ich glaube, da wurde einiges gemacht. So, yeah. Genießen wir es. Da ist es. Dann zeig mal her. Also es ist viel lebendiger schon mal jetzt auf den allerersten Blick. Hylianische Steppe. Boah, wie geil. Oh, krass, stimmt. Da ist doch die London-Farm, die wurde komplett hinzugefügt. Übelst nice. Wir sind endlich bei der Hyrule-Ebene angekommen. Lass uns doch mal zum, ja, zum Castle, also zum Schloss gehen und uns die Prinzessin anschauen. Oder uns mit ihr treffen, besser gesagt. Sehr cool. Ja, Leute, das ist die Hylianische Steppe. Und hier gibt es wirklich sau viel zu entdecken. Und ich find's übelst nice, wie es halt jetzt immer so ein bisschen an Ocarina of Time mehr angelehnt wird, ne? So seit dem 5. Dungeon mit den Lost Woods geht's immer mehr so Richtung Ocarina of Time. Und das sind Pia Heads. Und das finde ich auch cool, dass die implementiert wurden. Weil nämlich, man hatte damals schon, hatte Gary auf seinem YouTube-Kanal damals noch ein Video hochgeladen, wo er diesen Pia-Head-Gegner vorgestellt hat. Und ja, ist eben umso nicer, dass er jetzt auch implementiert wurde, weil da hat man quasi sich an Garys Idee orientiert und sie noch zu Ende geführt. Das finde ich echt cool. So. Ja, also jetzt gibt es natürlich endlich viel zu entdecken. Da geht's, seht ihr schon, Peak Province. Also irgendwie so eine Hügelprovinz oder sowas. Und dann geht's hier zum Sora-Reich. Da geht's eben zum Schloss, da müssen wir auch als nächstes hin. Machen wir auch mal, würde ich sagen, oder? Wir gehen jetzt einfach mal zum Schloss relativ forward. Ich nehme natürlich alle Secrets mit, die ich irgendwie finden kann. Das ist klar, aber hier wird's so krass viel geben, das werde ich niemals alles auf Anhieb mir anschauen können. Müssen wir aber auch nicht. Ich meine, wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne. Zack! Und Bombe, da ist nämlich schon das erste Secret für uns. Lampe bitte. So, und was gibt es? 10 Pfeile. Okay, die brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt. Aber die 5 Bomben kann ich hingegen sehr gut gebrauchen. Cool. Ja, und auch hier haben wir natürlich wieder Originalmusik aus Ocarina of Time, die Hylianische Steppe. Ein nices Thema. Was einfach super vielseitig gestaltet ist und einfach nice ist. Oh ja, also hier wird so viel zu erkunden geben. Oh, da ist doch die Eulenstatue. Die werde ich auf jeden Fall aktivieren. Für die Schnellreisefunktion. So, genau, wunderbar. Kann ich die Viecher eigentlich schon von Weitem abschießen? Warum nicht? Bisschen unlogisch, oder? Kratzt ab, Mann. So. Das ist unsere Schaufel. Okay, da hätten wir schon einen Aufweg. Aber ich glaube, hier geht's nach Peak Province. Da müssen wir dann auch irgendwann demnächst hin. Glaube ich zumindest. Je nachdem, wie es jetzt gemacht wurde. Ah, krass. Ist einfach alles viel übersichtlicher mit den Schildern. Ah, okay. Da geht's zum Vulkan. Boah, das ist echt riesengroß. Krass. Und da geht's zu den Chica-Ruinen. Und eben Peak Province, ja. Okay, aber auch das würde ich sagen, schauen wir uns erstmal ein wenig später erst an. Denn unser Ziel ist ja Schloss Hyrule. Da, 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 da. Ach ja, so eine schöne Musik. Ach ja, ich finde diese Map ist einfach so cool, weil sie so vielseitig ist. Ja, am Anfang gibt es diese doch recht einfach gestrickten Dungeons und einen recht einfachen Weg und sowas. Und dann, je weiter man voranschreitet, desto komplexer wird es. Und das ist so Zelda-ähnlicher wird's auch. Oh, wir haben eine neue Medaille bekommen. Und zwar fürs Gras zerschlagen. Haben wir jetzt 3000. Auf dem Discord gibt's übrigens irgendeinen Freak, der hat irgendwie 58.000 oder so gemacht. Also WTF. Das ist ganz schön krass. Da können wir definitiv noch nicht mithalten. Habe ich aber auch nicht vor. So, da geht's zu Snowy Plains, da kommen wir her, und Hyrule Castle. Ja, da wollen wir hin.
Da will ich hin, das will ich entdecken. Oh yeah, Mann, das ist doch einfach cool. Ja, und wie gesagt, die Secrets nehmen wir natürlich selbstverständlich alle mit. Oh yeah. Was ist das denn da? Auch sehr interessant. Und da sieht man sogar schon den Vulkan vom Weiten. Das finde ich aber extrem cool. Es ist auch einfach riesengroß alles, ne? Das ganze Gebiet. Und die ganze Map ist ja auch einfach riesengroß. Allein die ganze Ebene und das ist halt so cool, weil es einen so voll an Ocarina of Time erinnert, wenn man so diesen Vulkan in der Ferne noch sieht. Das ist echt sehr nice. So, ich glaube, hier geht es danach tatsächlich auch zu Kakariko. Deswegen lassen wir das auch erstmal aus. Und machen erstmal weiter. Genau, die Lon-Lon-Farm, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Und zwar auch noch, bevor ich dann natürlich zum Schloss gehe. Ja, also ihr merkt, ich denke mal, die nächsten Parts werden ein bisschen freier sein. Es wird auch noch relativ lang brauchen, bis wir zum nächsten Dungeon kommen. Das kann ich schon mal versprechen. Also jetzt wird es halt, ja, wirklich immer Zelda-mäßiger und immer größer. Und dementsprechend braucht es natürlich auch länger, bis man zu einem neuen Dungeon kommt. Das ist ja klar. So, hier ist noch einer von den Viechern. Können die eigentlich auch irgendwas anderes? Also irgendwann fliegen die wieder weg oder verfolgen die mich einfach die ganze Zeit? Okay. Ne, die können wohl nicht so viel. Ja, nice. Also sie verfolgen mich und dann ist es gut. Ja, und das Schloss aus. Sieht so geil, krank aus. So heftiger Scheiß. Ja, und ich würde sagen, diesen heftigen Scheiß schauen wir uns im nächsten Part weiter an. Beziehungsweise dort geht es dann erstmal zur Lon-Lon Farm. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, weil man hat ja im Trailer gesehen, es gibt wohl Epona. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr es erfahren wollt, dann einfach wieder nächste Folge einschalten, denn da schauen wir uns das alles ganz in Ruhe an. Also bis dann und haut rein!